ATM. Da würde mir auf jeden Fall nochmal sagen, ich muss mal mit Marotze anmachen. Das ist nicht ganz so schlecht. Kann zumindest ein Item klauen, deswegen ist es für mich vielleicht am besten. Also nämlich Schmarotzer ist keine so schlechte Attacke, definitiv nicht. So, erstmal die komischen. Das komische Gift. Ja, Thema 100 Kraxler. Kann ich die schon einsetzen? Schade, dann bleiben die Trainer tatsächlich erstmal noch ein bisschen tabu auf der Route 216. Ich fahre seit meinem 5. Lebensjahr mit dem Pokémon Ski. Aber zumindest haben wir jetzt die letzte Fehl. VM. Ich glaube nicht, dass da irgendwas geht. Das dürfte nur 7 sein. 8. Jetzt komme ich gerade wieder 8. Ja doch, war der ehemalige Baum 8. Ich kann mal sehen, wo ich die jetzt herkriege. Das dürfte Blitz sein vielleicht, oder? Gegangen, aber die Lichtkanone sollte es durchaus erledigen. So, ich muss jetzt gerade tatsächlich gucken, wo die letzte Kiste jetzt voll war. Okay. Alles gut. Es gibt einen Weg, wie man es im Spiel findet. Es gibt aber auch einen Weg, wo man es kaufen kann. Oh, am Weiteren 10 Kopfschuss. Echt nur 7? Jetzt alle? Beutel? Nee, warte mal. Doch, Beutel war richtig. Genau. Jetzt kann ich mal gucken. So, ich muss ihn mal kurz sortieren. Kaskade. Muss ich hier sehen. Okay, ich weiß wo. Dauert noch ein bisschen.
Können wir nämlich erst am 8. Orden. Gut, Glibunkel. Damit habe ich nichts verpasst, sondern alles ist gut. Da ist schon trifft nicht. Ich war nicht bewusst, dass ich jetzt solche tausche, sondern ich wechsle. Das war auch nicht alles. Also bitte mehr Erfahrungspunkte mitzunehmen. Wenn das Pokémon im Kampf bleibt, dann kann ich mehr nicht abgreifen. Als wenn ich jetzt so zurückziehe. Boah, auf jeden Fall der Fußtritt, der tat mich gerade ein bisschen weh. Ist mir da wehgetan, mein Freund. Und meine Initiative gesägt oder noch. Ich lade den Psychokinese ab. Ein Pokémon hast du, das weiß ich. Und noch nichts. Gut. Ja, der weniger Opfer für uns. Wenn er nicht. Wenn er jetzt einen Steinhagel hat, das kann natürlich auch sein. Dann haben wir das Problem. Okay. Ich hab zwar ein bisschen vorlaut. Scheiße, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass er jetzt sowas kommt. Na gut, ich hätte rechnen müssen, dass er damit mit einer Gesteinsattacke kommt. Ich hätte damit doch rechnen müssen, dass er mit einer scheiß Gesteinsattacke kommt. Was haben wir denn hier? Hoffentlich in der nächsten, übernächsten Folge. Vielleicht kriegen wir es noch bald hin, dass wir die Arena-Leiterin rausholen können. Dann haben wir schon 7 Orden. Das wäre ein bisschen sehr krass. Das ging dann teilweise ein bisschen sehr schnell. Also gerade wenn ich überlege, dass wir Orden Nummer 5 und 6 hintereinander gehen. Oder fast hintereinander. Gut. Sind wir jetzt sogar schon fast da. Was gibt es denn? Möchtest du ein Pokémon kämpfen? Die gute Mareike mit einem Roselia. So, Roselia sollte nicht uns groß ärgern können. Aber mit dem Eissturm sollte es eigentlich. Die Wiedersauger ist jetzt nicht so die. Es tut weh, ja, klar. Aber die tut der Eissturm weh. So wird gesungen, dass ich dann doch noch mal schneller bin und noch einen zweiten Angriff setzen kann. Gegen die Serie, das Pokémon ausschalten kann. Rollkick. Rollkick. Ach, geh mir den auf den Eier. Das ist das ehemalige Schnabel. Und ich weiß, dass es sowohl Goldini, also Goldking, tatsächlich die Attacken lernen kann.
überall sitzen. Ich habe ja noch ein paar. Nein. Ich will das Pokémon behalten. Bis auf die Nummer, wie gesagt, das war mir schon fast klar. Als ich darüber nachgedacht habe, ja, dass der das so fein wollte. Gut, dann greife ich mit Ableitlieb an. Keine Golking gibt Baden. Ja, 45. Die Trainerin ist besiegt. Jo, cool, dann reicht mal sogar diese Folge noch Blitzer. Dann können wir sogar schon in der nächsten Folge in die Arena gehen. Wenn alles gut läuft. So, wir sind am Stärkeufer angekommen. Natürlich kommen wir jetzt noch nicht so weit. Das ist halt, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da jetzt hinkommen. Dann gehen wir jetzt auf Blitzer gleich durch. Können wir nämlich an der Stärkeufer das in der nächsten Folge machen. Weil ich meine jetzt so weit, wenn wir nichts von Blitzer erkunden wollen. Und naja. Brr, in der Zweigestadt Nordes herrscht immer eine eises Kälte. Aber der Kampfgeist der Trainer und ihrer Pokémon fühlen wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arena-Leiterin. So, ich darf dann tatsächlich mein Bonita und mein Galopper ins nächste Rennen schicken. Brauche ich nicht. Der bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Ja, also Pokémon entwickeln sich erst am Freundschaftslevel, das stimmt wohl. Gehst du etwa zum Blitzer-Tempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst, hm? Noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, als Champion. Pokémon sind da tatsächlich. Der Blitzer ist jetzt nicht so die mega große Stadt. Hier gibt es weit und breit nichts, rein gar nichts. Das macht das irgendwie einzigartig. Ja, wie gesagt, das, die Arena mache ich in der nächsten Folge. Dann haben wir heute Blitzer fertig, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Der Schnee verschluckt alle Geräusche, deshalb ist es so ruhig hier. Wusstest du, dass in der Gegend um Blitz auch viele Eis-Pokémon gibt? Hm, habt ihr wohl auch einen Tempel hin? Das ist ein kleiner Teaser zu dem, was da sein könnte. Und wer es jetzt schon ahnt, hat wahrscheinlich recht. Aber ich verrate es noch nicht. Achso, genau, das war da ja schon gesagt. Dann gehen wir hier um das Gebäude mal machen. Ich bin richtig verlatte, meine Freundin. Sie hat den Säulensinn vor Humor. Das ist so vielleicht ein Militalis, oder? Und da würdest du vielleicht gegen meinen Apollo tauschen. Der jetzt auf die Idee kommt, hey, warum eigentlich nicht machen? Und da sich Gengar holen. Ich glaube, dass sie tatsächlich einen Ewigstein dabei hat und uns damit verarscht. Also, nein, vor allem nicht mein Militaris. Vielleicht werde ich mal ins Fangen und das mal ausprobieren. Aber ich bin mir sicher, dass er einen Ewigstein drin hatte. So, hier oben kommen wir tatsächlich noch nicht weiter. Außer Wählte, dass wir den Tempel von Blitzach betreten. Ich bin leid, aber du musst wieder gehen. Da kommen wir nicht hin, oder? Aber, nein, theoretisch. Machen wir das nicht da oben gibt. Gut. Dann glaube ich, habe ich alles, oder? Ist gut. In dieser Gegenfrieden an, selbst die Wimpern ein. So kalt ist es. Ich denke wirklich, dass du dir etwas Wärmeres ansehen sollst. Ist mir also egal. Kann man nicht um dein eigenes Mist. Hallo, du da. Sag mal, hast du nicht völlig ein hippes Wort parat, oder? Klar, Illumination. Du hast gerade meine Gedanken gelesen. Okay. Ich dachte, du gibst jetzt irgendwas Tolles. Aber hier gibt's wirklich echt nichts. Naja, dann haben wir sogar Blitz auch heute schon abgearbeitet. Wie cool ist das denn? Naja, gut. Halt. Ich bringe mal Pokémon von TMs Attacken und Tier Typen bei. Ich glaube, viele Pokémon-Liga sollen nämlich weitaus stärker sein als jeder Arena-Leiter. Ja. Mit dem Pokémon eingefroren soll das nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber dann schön würde ich dennoch ein paar Eisheiler mitnehmen. Vor allen Dingen
Noch? Das könnten wir machen. Hoffen wir auf jeden Fall, dass irgendwas ist. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, doch, wir brauchen Filterbälle, vor allen Dingen. Wie gesagt, das, was wir jetzt anfangen, Pokémon fangen, ist sowieso egal. Deswegen kann ich die ruhig holen. Aber es gibt noch ein paar Pokémon, die wir fangen müssen. Deswegen möchte ich das gerne erledigen. Gut, in der nächsten Folge geht es dann in die Arena von Blitzach. Dann holen wir uns Orden Nummer 7. Und danach in der Folge wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns am Stärkeufer mal um unseren Rivalen kümmern, der da ein bisschen Ärger mit Team Galactic hat, ne? Ja, bis dahin und auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, weil Pokémon strahlen dann Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon strahlen dann Diamant. Und heute geht's nach Blitzach, und zwar in die Arena. In der letzten Folge haben wir Route 270 und Blitzach durchgemacht oder erkundet, und heute geht es in der Arena weiter. Und bis wir nicht Kraxler einsetzen können, können wir auch nicht auf Route 216 die vier Trainer dafür machen. Ist ein bisschen wild gemacht, aber nicht änderbar. Howdy, zukünftiger Champ! Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit dem Karacho über das Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Wir erinnern uns Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denke mal dran, diese Arena kommt auf die Konzentration an. Also, konzentriere dich. Jo, machen wir. Also, ist Galoppa natürlich die wichtigste Wahl. Und dann steht auch nur zwei Meinungen, aber Galoppa, denke ich mal, passt so. So, dann nehmen wir mal hier diesen Trainer mit. Es ist kalt. Komm in die Zunge, komm, spüren. So, jo, dann mach mal. Kommen wir uns mal drum. Als Trainer Gerla. Mit einem Bunserin. Ja, das ist jetzt nicht das Mega-Pokémon, aber. Naja. So, dann haben wir das. Ach, natürlich. Es war jetzt natürlich so blöd. Ist jetzt natürlich so blöd gelaufen. Ach, dass ich jetzt ausgerechnet ein Wasser-Pokémon habe mit meinem Galoppa. Auf jeden Fall, dass jetzt immer da was im Hintergrund hört. So, dann gehen wir auf Ablativ. Volle Möhre drauf. Hat sich doch schon gelohnt. Wunderbar weggehauen, da ich bin einen Zug. Sneebel ist ein Eis-Pokémon, damit können wir auch ein bisschen was anfangen. Wir sind gerade nicht so die da gerade nicht so die schönste dabei. Ich glaube auch im Kampf gegen die Arena-Leiterin wird's. Ja, wohl wird wahrscheinlich sogar doch Militalis mal. Aber Galoppa hat ja schon. Oder Polita hat ja schon die erste Arena. Ich dachte Militalis nehme ich mal. Das ist irgendwie gerade Bock drauf. Aber Miti hat damals Hilda gekriegt. Naja. Komm, wir nehmen Militalis nach vorne. Ich hab jetzt einfach so. So, dann erstmal Item weitergeben auf Schnibbel. Ich will vielleicht über diese Folge noch die Bildung kriegen. So, dann gehen wir kurz da hoch. Dass wir hier den Schneeball mitnehmen können. Können wir auch so machen. Wunderbar. So. Trainer. Ich war fast noch nicht seit kurzem mit Pokémon. Meine Freunde haben mir den Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Okay, dann hast du schon mal ein bisschen was richtig gemacht auf jeden Fall. Und du hast ein Schneebedeck. Ja, wie gesagt, Militaris wird jetzt auf jeden Fall für uns, glaube ich, das Pokémon sein, was da relativ viel machen kann. Das ist halt Hagel am Abend. Aber das ist eine Überraschung. Ich kann jetzt mit Kraftwelle los. Level 39, Schneebedeck. Ja, vielleicht in dieser Folge haben wir schon unser Rex-Pilsa. Level 40, wenn man sich das überlegt.
kriegt das mit. Da ist noch ein weiterer Trainer. Eine Willenstärke wurde durch eiskalte Schneestürme gefahren. Jetzt bist du Zeuge dieser Willenstärke. Och, glaub mal, ich glaube, ich krieg dich ganz einfach mit. So. Morlock ist jetzt kein unbedingt kein Eis-Pokémon, genauso wie Bullseye. Morlock ist vom Typ Wasser und Boden. Und dementsprechend sollte Schneebedingungen einen guten Move. Ich glaube, der hat irgendwas. Also unbedingt bringen wir es gegen digitales Scanner. Wir sind jetzt vom Level von ungefähr klar. Das könnte klappen. Ah, fast. Eisstrahl. Ja, Eisstrahl ist neutral.